für Persönlichkeit und psychische Störungen. Und weil ich super viel Input habe, gehen wir am besten gleich los. So sieht ungefähr das aus, was wir jetzt gleich machen werden. Wir machen erstmal eine Einführung in die Persönlichkeitspsychologie. Ich stelle euch zwei Modelle vor. Das ist erst einmal der biopsychosoziale Ansatz und einmal die Big Five. Und aus dem Big Five gehen wir dann in die dunkle Triade. Das ist einmal Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Und das soll als Grundlage dienen, um dann über psychische Störungen zu reden. Wir fangen gleich mal an. Die Persönlichkeit wird in der Psychologie als ein Muster des Denkens, Fühlens und Handelns beschrieben. Und hier sind wir auch schon beim biopsychosozialen Ansatz. Und zwar, hier ist der Blaupunkt, super, haben wir einmal, wie der Name schon sagt, biologische Einflüsse, psychologische und soziokulturelle. Dann haben wir zum Beispiel biologische Einflüsse, kann Genetik sein, dass zum Beispiel Hirnaktivität, ob du jetzt eine hohe Hirnaktivität hast, dann bist du halt ziemlich schlau. Bei der Genetik ist es zum Beispiel auch so, dass gerade psychische Krankheiten auch vererbt werden können. Also hast du hier schon eine Prädisposition, nennt man sowas, also so eine Art Veranlagung. Dann haben wir ganz wichtig die soziokulturellen Einflüsse. Hier spielt halt alles rein, was du zum Beispiel in der Gesellschaft erfährst, in welcher Gesellschaftsform du aufwächst, ist da zum Beispiel sehr patriarchalisch geprägt. Welche Erwartungen hat die Gesellschaft an dich? Es gibt da kulturelle Unterschiede. Wie viel soziale Unterstützung hast du von Familie, vom Freundeskreis, aus dem Arbeitsleben und natürlich auch ganz, ganz viel Erfahrungen aus der Kindheit und natürlich auch die derzeitige Situation, in der du dich befindest. Wir sehen daran schon, dass die Persönlichkeit kein festes Konstrukt ist, sondern sie verändert sich, sie kann sich verändern. Psychologische Einflüsse sind vor allem der Attributionsstil, dass zum einen, ob du jetzt pessimistisch oder optimistisch denkst, das ist so eine Grundeinstellung, die du hast. Und natürlich ganz wichtig, die Persönlichkeitsstruktur. Und die Persönlichkeitsstruktur, darauf kommen wir gleich. Aber wir haben hier zum Beispiel schon mal den ersten Ansatz für ein Charakterdesign. Ich habe das hier einmal aufgegliedert in biologische, soziokulturelle und psychologische Einflüsse. Ich habe hier einfach drauf losgeschrieben, was mir gerade so eingefallen ist, wie ich meinen Charakter, diese Person hier gerne haben möchte. Ich möchte, dass sie zum Beispiel in der Arbeiterschicht aufgewachsen ist. Sie hat biologische Einflüsse, hohe Hirnaktivität. Ich möchte aber, dass sie auch sehr viel Support durch die Eltern hat. Sie hat ein gutes Familienleben, einen engen Freundeskreis. Sie hat sich hochgearbeitet, weil sie halt sehr schlau ist, in eine höhere Position und erfährt dort durch Anerkennung von Vorgesetzten und Mitarbeitenden. Grundsätzlich möchte ich, dass sie eine optimistische Denkweise hat. Sie soll stressresistent sein, selbstbewusst und hier haben wir wieder die erlernten Reaktionen. Zum Beispiel, sie ist super sparsam, weil sie halt eben früher mal arm gewesen ist. So, dann haben wir hier schon mal so ein Grundgerüst. Und daraus können wir dann die Persönlichkeitsstruktur entwickeln. Das macht man in der Psychologie ganz, ganz oft mit dem Big Five. Das ist das Fünf-Faktoren-Modell. Ich weiß nicht, wer gestern von euch oder halt in der Session von der Raffaela war. Die hatte das Hexaco-Modell vorgestellt. Das Hexaco-Modell basiert auf diesem Big Five. Deswegen kann es sein, dass es euch hier bekannt vorkommt. Im Hexaco-Modell ist allerdings der Neurotizismus nicht drin und der ist halt super wichtig. Weil der Neurotizismus, der gibt quasi wieder, wie du auf negative Emotionen reagierst. Also bist du emotional labil oder nicht? Bist du stabil? Also sind deine Emotionen stabil oder geht das nur achterbahnmäßig hoch und runter? Es kommt hier auf die Ausprägungen immer an. Also hast du eine hohe Ausprägung, hast du eine hohe Extraversion zum Beispiel. Die Extraversion, die misst halt die Aktivität oder dein aktives Leben. Das geht vor allen Dingen darum, wie aktiv bist du zwischenmenschlich. Also zum Beispiel,
machst du viel mit anderen Leuten. Du kannst super aktiv sein, aber du machst es lieber allein, wenn du eine niedrige Ausprägung hast, zum Beispiel. Offenheit für Erfahrungen, für neue Erfahrungen, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Diese drei sind überhaupt sehr wichtig. Diese zwei, ja, natürlich sind die wichtig, aber gerade was psychische Störungen betrifft, sind gerade Ausprägungen in diesen drei Faktoren sehr signifikant. Ja, die Verträglichkeiten ist zum Beispiel ja, das interpersonale Verhalten, zum Beispiel ja, wie nett bist du, also wie gut kommst du mit anderen Leuten klar und die Gewissenhaftigkeit, der Grad an Selbstkontrolle, Zielstrebigkeit und Genauigkeit. Wir gucken uns das jetzt mal an, wie hoch oder wie Menschen sind bei niedrigen und bei hohen Ausprägungen. Zum Beispiel der Neurotizismus, das ist hier ein besonderer Fall, weil ein hoher Wert in Neurotizismus bedeutet nichts Gutes. Das ist zum Beispiel hier und hier, ist das andersrum. deswegen solltest du hier am besten niedrige Werte haben, aber es gibt auch keine beste Persönlichkeit. Es kommt hier ganz extrem auf die Umwelt an, auf die Situation, in der du dich gerade befindest und zum Beispiel auch auf ja, kulturelle Erwartungen und sowas, so soziale Sachen, ganz viel. Also es gibt nicht die beste Persönlichkeit, zu der man hinstreben muss oder so. Ich sage es jetzt nochmal, weil die Persönlichkeit kann sich halt eben verändern durch zum Beispiel psychische Krankheiten. Zum Beispiel haben Menschen mit Depressionen erhöhte Werte im Neurotizismus. Das heißt, sie werden schnell nervös, sie sind angespannt, sie haben längere Episoden negativer Gefühle. Das ist sehr, sehr charakteristisch. Dagegen haben Menschen mit niedrigen Werten halt überhaupt, also sehr selten negative Gefühle und die halten auch nicht so lange an. Also die negativen Gefühle, die Phasen sind nicht so lang, die sind halt kürzer. Also du hast das nur kurz so. Bei der Extraversion habe ich ja gerade schon mal gesagt, niedrige Werte bedeuten, dass du zwar aktiv bist, das ist absolut legitim, aber du machst es lieber allein oder unabhängig von anderen Leuten. Also kannst zum Beispiel auch sagen, so ja, hier, ich habe jeden Tag habe ich irgendeinen Sport, den ich mache, Bungee Jumping, keine Ahnung, aber das sind zum Beispiel alle Sportarten, die du alleine machst. Und wenn du aber hohe Werte hast, dann gehst du halt raus. Hier Begeisterungsfähigkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Extraversion. Bei der Offenheit für neue Erfahrungen, dann haben wir hier natürlich niedrige Werte bedeuten halt konservative Ansichten. Du machst lieber das, was du immer schon gemacht hast. Du bist eher nicht so offen für neue Erfahrungen, die du halt, du wärst halt so, wenn du hohe Werte hast. Hier haben wir nochmal Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit aufgeführt. Verträglichkeit, daran kann man ganz besonders sehen, dass zum Beispiel, dass es halt keine beste Persönlichkeit gibt. Weil zum Beispiel stellt euch mal vor, du bist super, super verträglich, du hast super hohe Werte und dann bist du aber irgendwie im Gerichtssaal und sollst dann einen, der eine Bank überfallen hat oder sowas, bestrafen. Und anstatt dann zu sagen, so, ja, hier, pass auf, also war jetzt nicht so doll, ab in den Knast, sagst du, oh, ich kann dich voll verstehen. So, hätte ich jetzt auch gemacht, komm, back uns einen Kuchen und dann schwamm drüber. Das ist nicht so gut. Deswegen es kommt eben auf die Situation an, wann die Werte gut sind und wann nicht. Also das ist sehr, sehr situationsbezogen, sehr kulturell bezogen. Es gibt nicht die beste Persönlichkeit und die verändern sich ja auch. Es gibt zum Beispiel auch große Unterschiede zwischen der Persönlichkeit, die du auf Arbeit zeigst und die du halt im Privatleben zeigst. Dann gibt es auch sehr hohe Unterschiede. Wir fassen also zusammen. Es gibt biologische und psychologische Einflüsse, biologische, psychische und soziale Einflüsse auf die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit kann man aufsplitten eben in die Big Five. Die Persönlichkeit kann sich grundlegend auch verändern und beeinflusst werden, zum Beispiel auch durch ja, psychische Erkrankungen. Wenn ihr Tests macht,
Die Persönlichkeitsstrukturen werden in Tests ganz oft durch die Big Five gemessen. Die sind sehr valide. Also es gibt da ganz, ganz viele Fragebögen, die halt auf den Big Five basieren. Die haben eine sehr hohe Validität. Also die messen genau das, was die messen sollen. Die sind super zuverlässig. Das ist ein Modell, was in der Wissenschaft super, super viel benutzt wird. Und das könnt ihr gerne machen. Und das Ding ist aber, solche Tests spiegeln eure jetzige Situation wider. Das heißt, sie müssen häufiger gemacht werden, weil eben die Persönlichkeit kein festes Konstrukt ist. So, ich habe das jetzt hier mal aufgeschlüsselt. Wir haben jetzt hier, aufgrund dieser Einflüsse, habe ich mir mal eine schöne Big Five-Ausprägung zusammengebastelt. So habe ich mir gesagt, mein Charakter hier, die hat einen sehr niedrigen Neurotizismuswert. Das heißt, sie ist super emotional stabil. Sie hat eine hohe Extraversion. Sie macht gerne was mit Leuten. Sie ist sehr offen für neue Erfahrungen. Sie ist Verträglichkeit. Ja, habe ich gesagt, Mittel, weil sie muss sich nicht mit jedem verstehen. Sie ist nicht überall beliebt. Sie ist zum Beispiel auch sehr wettbewerbsorientiert, um halt eben höhere Positionen zu erreichen. Vielleicht ist ihr Motiv halt auch, eben aus der unteren Schicht hochzukommen in eine höhere Schicht. Und sie arbeitet super gewissenhaft. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe eine Beispielsituation mitgebracht. Wie reagiert diese Person in dieser Situation? Wir stellen uns vor, sie ist mit Freunden unterwegs, vielleicht hat irgendjemand einen Geburtstag, keine Ahnung, Party ausgelassen, sie sind in irgendeiner Bar. Und dann wird sie halt von irgendwelchen doofen Leuten angemacht. Wir erinnern uns, sie stottert ja ein bisschen. Was macht diese Person in dieser Situation? Denkt mal kurz drüber nach. Und ihr könnt das gerne in den Chat schreiben. Man sich eigentlich auch dazu schalten, wenn man gerade zuguckt, also als mit Stimme. Sonst könnt ihr das auch einfach sagen. Also, so. Also ich habe mir ausgedacht, diese Person, die ist so super stabil. Das Einzige, was die machen wird, die wird sehen, dass diese Leute unter ihrem Niveau sind. Die wird sich umdrehen, denen noch ein abschätziges Lächeln entgegenschmeißen und dann geht sie. Sie nimmt ihr Bierchen, dreht sich um und geht. Was sie nicht machen wird, ist definitiv irgendwie zuschlagen, rumpöbeln oder sonst irgendwas. Weil sie hat sich hochgearbeitet, sie erfährt Anerkennung durch Vorgesetzte und Mitarbeitende. Sie stottert ja auch auf Arbeit, sie stottert im Privatleben. Aber Anerkennung, enger Freundeskreis, emotional super stabil, stressresistent, die macht sich da nichts draus. Die hat schon, ja, zu viel durch, als dass sie sich von solchen irgendwelchen Typen da irgendwie blöd runterziehen lässt. Anders kann das natürlich aussehen, wenn wir jetzt einen anderen Charakter basteln. Wir haben hier zum Beispiel, habe ich ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel haben wir hier eine schlechte Beziehung zu den Eltern, die Geschwister werden permanent bevorzugt, sie fühlt sich immer zurückgesetzt. Sie kommt aber mit allen gut zurecht, sie hat eine hohe Verträglichkeit, aber allerdings hat sie keine optimistische, sondern eine pessimistische Denkweise. Sie ist schnell gestresst und sie lässt sich schnell verunsichern. Und daraus haben wir hier eine schöne Persönlichkeitsstruktur gebastelt und sie wird in so einer Situation ganz anders reagieren. Ich habe hier mal ein einfaches Beispiel gegenübergestellt, eine Situation. Der Charakter erfährt, dass der Ehemann sie betrügt. So, dann haben wir hier die super stabile Person, selbstbewusst, optimistischer Attributionsstil. Ja, der Arsch soll sich verpissen, während diese Person wirklich
Neurotizismus, Mittel bis niedrig, Extraversion, Mittel, ein pessimistischer Attributionsziel, er denken wird, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug. Das bringt uns jetzt zu der dunklen Triade. Also wir haben den größten Teil, also den, nicht den größten Teil, also den, haben, den ersten Teil haben wir schon geschafft. Die dunkle Triade, Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Ich denke, ich erkläre das doch nochmal kurz. Narzissmus, glaube ich, weiß jeder hier, was das ist. Es gibt allerdings so zwei unterschiedliche Typen. Das sind einmal die grandiosen Narzissten. Das sind die, die sich wirklich selbst überhöhen, die der Meinung sind, der Ruhm steht ihnen zu. Das sind allerdings eher Männer. Und von Frauen, die ja, sind eher verletzliche Narzissten. Die haben halt eher diesen verletzlichen Narzissmus. Das sind dann diese Leute, die platzen dir auf die Beerdigung deines Vaters und machen dich runter, warum du jetzt nicht in diesem Moment für sie da bist, wo sie sich doch irgendwie in den Zeh gestoßen haben oder so. Und schreien dich da an. Oder die rufen dich an auf Arbeit oder im Urlaub und machen dich runter, von wegen, was bildest du dir ein, jetzt hier Spaß zu haben, während es mir schlecht geht? Was bildest du dir ein, auf Arbeit zu sein, während ich hier zu Hause bin und krank bin? Oder solche Sachen. Das ist halt der verletzliche Narzissmus. Der Machiavellismus, der ist echt extrem. Also hier geht es wirklich nur um Macht, Macht, Macht. Egal wie. Und zwar kommt das hier vom Niccolo Machiavelli. Ich halte das eben mal kurz hoch. Das ist dieser Typ hier. Der hat ein Manifesto geschrieben, der Fürst. Ja, in diesem Buch geht es nur darum, wie man schnell an Macht kommt und diese Macht behält. Und dazu ist im Prinzip jedes Mittel recht. Also Machiavellismus heißt, du gehst über Leichen, um das zu kriegen, was du willst. Und da sind dir Menschen egal. Egal, also da gehst du wirklich über Leichen. Dann haben wir hier als dritten Punkt die Psychopathie. Zeichnet sich durch rücksichtsloses Verhalten aus, starkes taktisches Verhalten und sehr hohe Impulsivität. Jetzt gucken wir mal, wie das ist mit der Persönlichkeitsstruktur. Wir haben jetzt hier Narzissmus, können wir wieder in zwei Teile aufteilen und diese beiden sind teilweise sehr unterschiedlich. Also der Neurotizismus, also sehr, also grandiose Narzissten sind sehr, sehr stabil. Die wissen genau, was sie machen. Und die gehen natürlich auch auf sehr viele Menschen zu. Die sind sehr offen. Klar, man will ja jedem zeigen, wie toll man ist. Wohingegen der verletzliche Narzissmus das genaue Gegenteil ist. Also wir haben hier sehr hohe, schwankende Gemütszustände. Sorry. Eine sehr niedrige Extraversion. Da gibt es vielleicht nur so ein, zwei Leute, mit denen die abhängen, mit denen die kommunizieren, auf die sie sich fokussiert haben. Diese beiden sehen sich halt ähnlicher. Also Narzissmus fällt hier so ein bisschen ab. Diese beiden sehen sich ähnlicher. Was halt alle haben, ist eine sehr niedrige Verträglichkeit. Also die verstehen sich nicht mit allen Menschen gut. Aber der Machiavellismus zum Beispiel hat einen sehr niedrigen Neurotizismus, genauso wie hier, also sehr berechnend. Und alle drei haben eine hohe bis sehr hohe Extraversion. Hier bei der Psychopathie gibt es noch, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also Männer sind zum Beispiel da sehr aggressiv, während Frauen es eher so hinterrücks tun. Ich habe da nachher auch noch ein paar Literaturempfehlungen für euch. Aber ihr könnt halt schon sehen, dass das... Denen ist das im Prinzip, guckt euch das an, sehr niedrige Verträglichkeit, sehr niedrige Gewissenhaftigkeit. Das ist denen ist hier scheißegal, was mit Menschen passiert, mit ihrer Umwelt. Die stehen im Mittelpunkt. Bei Narzissmus ist das noch ein bisschen was anderes, aber denen ist das scheißegal. So. Ich habe euch hier mal einen Link mitgegeben. Da könnt ihr einmal einen Persönlichkeitstest ausfüllen. Und das ist der IPIP.
Wenn ihr, ihr könnt den auch googeln, ihr könnt auch einen anderen nehmen, es ist halt im Prinzip egal, Hauptsache ist halt wissenschaftlich. Und dann könnt ihr mal einmal eine Bestandsaufnahme machen von der Persönlichkeitsstruktur, die ihr momentan habt. Ihr könnt das auch nochmal 4 Wochen später machen, um zu gucken, ob sich da was verändert hat. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nachdem ihr Sport gemacht habt oder so. Oder im Urlaub wart oder im Lockdown seid. Was ihr bitte nicht macht, diesen Typen-Indikator hier verwenden. Das macht ihr bitte nicht. Erstmal ist der unwissenschaftlich ohne Ende, also der ist unzuverlässig, nicht objektiv und viel zu kompliziert. Macht ihn bitte nicht. Das ist dieses komische Ding, wo du dann IFPT irgendwie Typen hast, irgendwie du hast dann irgendwie 30 Typen oder ich weiß, ich habe den noch nie gemacht, ich finde den ganz, ganz schlimm. Und vor allen Dingen ist vor allen Dingen die BRICS ist eine übelste Rassistin gewesen und das möchten wir nicht unterstützen. Und deswegen benutzen wir das nicht, auch nicht zum Spaß. So, wenn jetzt keine Fragen da sind, würde ich auch gleich in die psychischen Störungen reingehen, aber ich kann halt auch noch mal ein bisschen warten, falls was ist, falls ihr Rückfragen habt oder so. Also ich kann jetzt gerade den Chat nicht sehen, deswegen brauche ich hier ein bisschen Hilfe. Ich drehe noch kurz. Ansonsten habt ihr hier schon mal einen Überblick, welche. Es tippen gerade zwei Leute. Ich glaube, dass du kannst ihn fragen. Okay, super, ja, klar. Immer her damit. Da mische ich mich jetzt einfach mal wild ein. Also die eine Person schreibt, ah, der Link, den will ich noch mal sehen. Hab ihn für die Tilde zu lange gebraucht? Sorry? Und die andere Person tippt die jetzt noch oder nicht? Das ist hier so ein bisschen. Wieder. Dann gucken wir mal. Wir warten einfach noch eine Minute. Gott, jetzt tippen auf einmal ganz viele. Ui, ui. Ich kann euch das nachher auch noch zur Verfügung stellen. Und ich sehe halt auch, also wenn ihr mein Twitter-Handle ist, @Volvo108. Das ist mein Auto, also nicht Volvo, es ist mein Auto. Ich habe eine große Liebe für mein Auto. Okay, Gisela schreibt, danke für den Hinweis mit Maya Briggs. Vor 15 Jahren in einem Workshop sollte ich den mal machen und wusste von dem Rassismus nichts. Ja, das ist, das kommt alles so mal nach und nach hoch. Also ich weiß ja selbst noch, Maya Briggs, das war ja irgendwie so ein Mutter-Tochter-Gespann, glaube ich. Und Ja. die haben irgendwas von Jung gelesen und haben sich dann was zusammen fantasiert. Ja, das ist auch tatsächlich eine ja, zusammen fantasiert ist genau das richtige Wort. Also ich habe mich darüber extra nochmal neu eingelesen und das ist tatsächlich so. Und ich hatte einem Institut tatsächlich gearbeitet, wo die sich mit Persönlichkeit befasst haben, mit Struktur und so. Und die war so unbeliebt dort. Die wurde halt immer irgendwie die verrückte Frau genannt oder so. Und die haben ihr gar nicht abgesprochen, dass sie intelligent ist. Aber die haben gesagt, die hat keinerlei Ausbildung, die hat keine Ahnung von Psychologie und wie das funktioniert. Die hat irgendwas von Jung und Jung basiert ja auf Freud. Und Freud, wir wissen, ganz ehrlich, den kann doch keine Sau leiden. Und dann hat die sich da irgendwas zusammengebastelt. Und total kompliziert. Ja. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz was in den Chat posten, weil da gibt es einen wunderbaren Comedy-Clip zu. Sehr gut. Warte mal, finde ich den jetzt auch? Ja, den finde ich auf Anhieb. Ja, Link. Ich kann auch gleich mal. Warte mal, ich gehe mal kurz raus. Ich habe das hier, das ist der IFIP Neo, das ist der hier.
Und ich könnte den jetzt auch einfach mal reinposten, ne? So. Wir haben gleich noch einen Link, den poste ich euch auch schon mal. Das ist der hier. Da geht es um Depressionen. So. Könnt ihr gleich mal gucken. Boah, das sieht super aus gerade hier. Und was halt hier gerade noch kam, war die Anmerkung, ja, aber wenn das hier rassistisch ist, macht das nicht automatisch unwissenschaftlich. Wenn ich kurz Nein, darf. Das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe aber, das ist erstmal, das ist definitiv unwissenschaftlich. Selbst wenn sie keine Rassistin wäre, wäre es unwissenschaftlich. Das ist unzuverlässig, der Test. Der ist nicht objektiv. Und das ist die Objektivität ist eine der Grundgütekriterien, die ein wissenschaftlicher Test haben muss. Objektivität, Validität und Reliabilität. Er ist unzuverlässig, er ist nicht objektiv und er ist viel zu kompliziert. Punkt. Dass die Frau Rassistin ist oder war, ist halt einfach nur ein weiterer Punkt, wo ich sage, so ja, noch mehr ins Ausgekickt. Ganz ehrlich, benutzt sie nicht mehr auf Spaß. Die Sache ist, in welcher Fachliteratur findet er an? Also was ist, wenn er in so viel Fachliteratur Anwendung findet? Die Sache ist, ich kenne selbst keine Fachliteratur der Psychologie, wo der Anwendung findet. Ja, das ist schon ziemlich peinlich, sage ich. Ich meine, ich kenne, also ich finde in schreiberischer Fachliteratur, also unter Autorinnen, also da gibt es ja auch Bücher, wie erschaffe ich einen Charakter? Da findet er Anwendung, da habe ich den auch heute mal gesehen. Ganz ehrlich, also in der Wissenschaft findet ja keine Anwendung, überhaupt nicht. Du kannst den vielleicht auch Spaß benutzen, aber verlass dich nicht drauf, dass der wirklich zuverlässig ist. Also, dass der wirklich das anzeigt, was du haben möchtest oder das, was du rauskriegen möchtest, nämlich deine Persönlichkeit. Und also ich würde den halt auch nicht auf Spaß anwenden, eben halt aus Prinzip schon nicht. Weil die Frau, ich möchte keinen Rassisten unterstützen, Punkt. Also, ist in meinen Augen auch richtig. Ja. Ich meine, wenn man, wisst ihr was, das ist ja nicht so schlimm, wenn ihr das mal gemacht habt, ja, und ihr, weil ihr das nicht wusstet. Es ist völlig okay. Aber jetzt, wo ihr das wisst, braucht ihr das nicht mehr zu tun. So. Ich habe ihn ja halt, also ich habe ihn auch Spaß verwendet, eigentlich immer in dem Wissen, dass er unwissenschaftlich ist, weil, ja. Das hatte ich schon mal sehr früh durch YouTube gelernt. Das hatte irgendjemand noch auf YouTube erzählt. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Aber ich wollte es bloß gesagt haben. Wollen wir dann weitermachen? Genau, ich glaube, du kannst weitermachen. Und dann stumme ich mich. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt in die psychischen Störungen. Und ich habe hier schon mal eine schöne Liste aufgeführt, was es so alles geben kann. Es gibt halt verschiedene Unterkategorien von Störungen. Es gibt auch sexuelle Störungen, läuft auch unter psychische Störungen, etc. Und wir befassen uns jetzt aber mit der Depression und danach mit der PTBS und der Anpassungsstörung. Und zwar, wenn ihr euch eine ausgesucht habt, eine wunderschöne psychische Störung, die euer Charakter haben wollt. Ihr habt ja viel Auswahl hier. Dann guckt ihr als allererstes im ICD-10 nach oder im DSM-5. Das ICD-10 wird halt eher in Europa benutzt, das DSM-5 ist mehr in den USA. Deswegen, das ist im Prinzip eine Liste von sämtlichen Erkrankungen, die es auf der Welt gibt. Also es geht von Durchfall über Krebserkrankungen, auch über psychische Störungen. Die laufen unter F0 bis 9 und dann mit ganz, ganz vielen Unterpunkten. Das sind halt auch diese Codes. Die stehen immer auf euren Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, wenn ihr die schon mal gesehen habt. Und es gibt jetzt das ICD-10 ab Januar, also in 2 Monaten gibt es dann das ICD-11. Ja, yeah. Ich habe euch hier mal einen Link reingehauen, den habe ich auch gerade im Chat gepostet. Da könnt ihr einmal gucken. Es gibt kaum Unterschiede zwischen ICD-10 und DSM-5, was die Diagnose von Depressionen betrifft. Ich habe euch das aber mal, damit ihr damit zurechtkommt, ein bisschen aufgeschlüsselt. Und zwar die Kriterien einer depressiven Episode stehen im ICD-10 unter F32. Es gibt dann immer 3 Stufen, A, B, C, oder es gibt mehrere Stufen. Es kann bis zum G Stufen geben, keine Ahnung, aber hier bei der
sieben Episode sind es tatsächlich nur drei. Das ist einmal allgemein. Also du fängst halt oben an und dann gehst du immer tiefer rein in die Materie. Und im Allgemeinen ist es so, du musst halt diese Symptome hier, die hier steht, die musst du mindestens 2 Wochen haben. Und dann geht es los. Im nächsten Schritt hast du eine leichte oder mittelgradige Depression, hast du mindestens 2 dieser 3 Symptome. Bei einer schweren Episode alle 3 Symptome. Dann geht es plus C, also hast du eine leichte Episode, hast du diese Symptome plus 1 bis 4 Symptome von dieser Liste. Bei einer mittelgradigen bis zu 6 Symptome und bei einer schweren Episode alle Symptome. Das heißt, ihr sucht euch, je nachdem, in welcher Episode euer Charakter ist, sucht ihr euch diese Symptome aus, was halt gerade passt. Das heißt, super schön, dass ihr euch das hier aussuchen dürft. Ihr müsst nicht alle nehmen. Bitte, bitte, bitte. Klatscht eure Charaktere nicht einfach mit allen möglichen Symptomen voll, die ihr findet. Bitte macht das nicht. Wenn der alles hat, die arme Person, mit der könnt ihr nichts mehr anfangen, wirklich. Die gehört eingewiesen in eine Klinik. Ganz, ganz ernsthaft, bitte macht das nicht. Ich zeige euch das auch gleich mal. Und zwar erzähle ich jetzt mal einen Schwank aus meiner Jugend. Das war letztes Jahr, nein, das war Anfang dieses Jahres, hatte ich eine leichte Depression. Und zwar hatte ich mindestens 2 Symptome von hier. Das habe Verlust von Freude und Interesse an angenehmen Aktivitäten gehabt. Und ich habe ganz charakteristisch eine Antriebsminderung gehabt. Zusätzlich hatte ich einmal Schlafstörungen und einmal Denk- und Konzentrationsstörungen. Das ist logisch, wenn du nicht gut schläfst, kannst auch nicht gut denken. Das heißt, ich hatte lediglich 4 von diesen ganzen Symptomen. Ich hatte wirklich nur eine leichte Episode, eine leichte. Ich habe in dieser Zeit diesen IP-IP-Test gemacht und habe dann 4 Wochen später nochmal einen Test gemacht. Und in diesen 4 Wochen bin ich mit meiner Nachbarin losgegangen. Wir sind jeden Tag mittags ganz stoisch spazieren gegangen. Wir haben uns unterhalten, wir haben gelacht, wir sind jeden Tag spazieren gegangen. 1 Stunde. Und dann habe ich diesen Test nochmal gemacht, als ich gemerkt habe, jetzt geht es mir wieder besser. Jetzt zeige ich euch, ich hatte wirklich, wirklich eine leichte, minimale Depression. Aber jetzt schaut euch bitte an, was das für einen Impact auf meine Persönlichkeitsstruktur hatte. Und wir haben ja auch wieder dieses Neo-Neurotizismus, Extraversion und Offenheit, die da extrem von betroffen waren. Zum Beispiel mein Neurotizismus. Also die Werte, die können halt von 0 bis 100 hochgehen. Also 100 hat eigentlich niemand. Niemand. Aber man hat schon 0 ab und an. Also ich habe wirklich, wenn es mir gut geht, habe ich absolut 0 Neurotizismus. Der war aber trotzdem signifikant höher, als ich in einer leichten, es war nur eine leichte Depression. Genauso wie Offenheit für Erfahrungen. Ja, ich wollte nicht mehr rausgehen, ich wollte nicht mehr, also dass ich mit meiner Nachbarin joggen gegangen bin oder spazieren gegangen bin, das war echt eine Überwindung für mich. Und ich habe das nur gemacht, weil sie mich wirklich täglich abgeholt hat, sonst wäre ich nicht rausgegangen. Extraversion mochte ich nicht. Ich mochte nicht mehr mit Leuten reden. Ich mochte das einfach nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur den ganzen Tag vor meinem Computer hocken und die Sims spielen. Mehr wollte ich nicht. Und das mit einer leichten Depression. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr euren Charakter mit allen möglichen Symptomen vollklatscht, was dann am Ende rauskommt, macht es deswegen bitte nicht. Sucht euch wirklich gezielt einzelne Symptome aus und guckt, was ihr damit macht, ob das zu eurer Geschichte passt, ob das in euren, zu eurem Charakter passt. Es gibt halt auch nicht die Depression. Wie man eine Depression bekommt, ist halt auch nicht ganz klar. Also es könnte im Prinzip jeden treffen. Es gibt bestimmte Faktoren. Es gibt klar die Genetik, ne, psychische Störungen sind genetisch weitervererbbar. Das heißt, wenn deine Mutter, speziell Mütter,
Wenn die eine Schizophrenie hatte zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Nachkommen auch eine Schizophrenie haben. Und genauso ist das zum Beispiel auch bei Alkoholabhängigkeit oder halt bei Abhängigkeitsstörungen ist das sehr stark. Und halt eben auch bei anderen Störungen wie Depressionen und sowas. Und es kommt natürlich auf die Persönlichkeitsstruktur an, auf die Lebenssituation. Lebst du permanent in Armut? Ja, das kann eine Depression auslösen. Chronische Belastungen auf Arbeit zum Beispiel, permanente Arbeit, keine Erholungsphasen, kann eine Depression auslösen. Was macht man normalerweise damit? Es gibt am besten, also wissenschaftlich erwiesen, ist tatsächlich eine Kombination aus medikamentöser Behandlung und einer kognitiven Verhaltenstherapie. Also es gibt auch verschiedene Antidepressiva. Deswegen sagen Leute, die Depressionen haben, auch immer, ich muss neu eingestellt werden oder ich muss auf das Medikament eingestellt werden, weil die Antidepressiva, die haben unterschiedliche Wirkstoffe. Und die wirken halt bei jedem anders. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Das Besondere ist, in dieser kognitiven Verhaltenstherapie, deine Depression wird nicht geheilt. Die wirst du nicht los. Also du gehst da nicht hin und 3 Wochen später kommst du wieder raus, zum Beispiel aus der Klinik oder so. Und du bist, das ist super, alles ist wunderbar. Und nein, also in der kognitiven Verhaltenstherapie lernst du, mit der Depression umzugehen. Es gibt immer wieder Phasen. Es geht halt nicht straight durch. Es gibt immer wieder Phasen, wo du dich super fühlst, dann wo du dich schlecht fühlst, wo du, ist wie so eine Achterbahn sieht das aus. Und wir geben halt, in der Psychologie geben wir halt den Betroffenen meistens dieses Bild von diesem Hund. Also es gibt Phasen, da ist die Depression so ein kleiner Mops oder so ein Pinscher oder so, den du mal eben so zur Seite schieben kannst. Ich wollte jetzt nicht treten sagen, wenn der halt bellt oder sowas. Und es gibt halt Phasen, da ist die Depression so ein Riesenvieh, das du nicht eben handeln kannst. Und in der kognitiven Verhaltenstherapie lernst du halt eben damit umzugehen. Mit diesen Phasen, mit diesem Hund. So, was machst du jetzt mit deinem Charakter, wenn der eine Depression haben soll? Äußere Symptome sind super schwer zu beschreiben. Das sage ich ganz offen, weil Personen, also andere Personen kriegen oft überhaupt nicht mit, dass da eine Depression vorliegt. Die machen immer noch ihre Arbeit. Ich scroll noch mal nach hinten. Hier, Verträglichkeit hoch, Gewissenhaftigkeit hoch. Ich konnte meine Arbeit einwandfrei erledigen. Deswegen fallen Depressionen halt auch auf Arbeit nicht auf. Weil, du bist so gut gelaunt und deine Arbeit ist immer noch super toll. Wieso hast du dann eine Depression? Das hätte ich ja niemals vermutet. Ja. Ne? Im Leben des Charakters. Da sieht es natürlich ganz anders aus. Was, ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ihr mit reinbringen könntet. Es ist, was ich da jetzt nicht mit aufgeschrieben habe, ist diese Sache mit meldet sich nicht mehr oder zieht sich zurück. Das ist zwar sehr typisch, muss aber nicht sein. Also ich hatte auch schon mal eine sehr, sehr starke Depression, eine mittelgradige Depression. Da waren die besten Tage die, wo ich vom früh bis spät irgendwie am Socializen war mit irgendwelchen Freundinnen auf dem Spielplatz mit den Kindern oder sonst irgendwo, auch in der Uni, keine Ahnung, und bin abends todmüde ins Bett gefallen. Das waren meine besten Tage, weil die haben mich abgelenkt von meinem Problem. Das heißt, dieses Zurückziehen, das muss nicht unbedingt sein. Was halt auch, was ich jetzt halt nochmal betonen möchte, sind die Unterschiede sind bewusst. Es ist Leute mit Depressionen, die wissen das, ja. Ihr braucht da nicht irgendwie noch einen extra Charakter zu basteln, der eurem depressiven Charakter sagt, ja, also früher, ne, also da warst du aber besser drauf oder früher hast du das aber anders gemacht, früher blablabla. Ja, das weiß der Charakter und das wissen auch Leute mit Depressionen. Das ist ja das Problem. Und das braucht ihr, das ist so nervig, also bitte, bitte auch, sprecht auch, wenn ihr wisst, dass ein Mensch Depressionen hat, macht das nicht. Mach das lieber nicht. So, was habt ihr? Go und No-Gos habe ich mal ausgearbeitet, was ihr halt in einem Buch machen könntet und was ihr lieber nicht tut. So. Gerade in Liebesromanen fällt mir halt immer auf, dass halt dieses der Love Interest lieber als Heilung, blablub, der weiße Ritter kommt und dir geht's wieder total super. Leute, der einzige weiße Ritter, wegen dem du dich super fühlst, ist dein Therapeut oder deine Therapeutin.
Ja, wenn ihr wirklich Liebe in Depressionen in einen Liebesroman einbringen wollt, dann macht das anders. Dann macht das, dass der Love Interest die Person unterstützt bei der Bewältigung von alltäglichen Aufgaben. Denn das ist das große Problem, was Menschen mit Depressionen haben. Der Love Interest kann sie zum Beispiel zur Therapie fahren oder kann sie jeden Tag einmal bekochen oder halt sicherstellen, dass sie halt isst, die Person. Weil gerade das, ne, dieses nicht auf sich achten, die essen dann halt auch mal 3 Tage nicht, wenn du nicht aufpasst. Das ist halt wichtig. Über solche Sachen könnt ihr das gut darstellen. Und wenn ihr den Begriff Depression nicht verwenden könnt in eurem Worldbuilding, weil es zum Beispiel High Fantasy ist oder weil es historisch ist, ja, der Begriff Depression, den gibt es ja auch noch nicht so lange, dann könnt ihr zum Beispiel Melancholie benutzen oder eben die Darstellung als Hohnstimme oder Schatten. Also ich weiß, das ist Nora. Ich habe halt das Buch Die Götter müssen sterben gelesen und da hat sie das über einen Schatten in dieser Kombination Stimme-Schatten dargestellt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Es wurde auch gutes Beispiel, Noras Buch, dass die Person mit der Depression kämpft oder halt dagegen ankämpft. Also wir haben halt mit der Protagonistin auch immer dieses Auf und Ab gesehen. Vermeidet es bitte, dass es der Person nur schlecht geht und sie sich dieser Depression hingibt. Macht es bitte nicht. Wenn die sich diese Person hingibt, dieser Depression, habt ihr da bald einen Suizid. Das ist nicht glaubwürdig. Ich kenne auch, wirklich, also ich kenne auch keine Person, die eine Depression hat, die das irgendwie toll findet oder so, was ich da jetzt so hält. Ich habe eine Depression, ich bleibe hier zu Hause oder so. Das habe ich noch nie gesehen, noch nie gesehen. Die Leute sind wirklich hart am Kämpfen und bitte stellt das auch dar. So, wenn ihr noch Fragen und wieder zur Depression habt, stellt die jetzt, weil sonst gehen wir nämlich gleich ins Trauma rein und in die PTBS-Störung. Ich mache das nochmal. Eine Minute habt ihr. Schreibt die jetzt. Eine Person tippt. Oh, schön. Yeah. Interaktion. Zwei Personen tippen. Nur für dich ein kurzer Timer. Du hast also in 15 Minuten musst du den Raum aufgeben. Ja, das schaffen wir aber. Also wenn ihr jetzt ganz schnell tippt, dann hey, komm jetzt. Dann schafft ihr das. Gut, weil da muss ich halt eben auch wechseln, weil ich noch zu meiner letzten Session rüber muss. Ja, okay. Ich möchte übrigens an der Stelle einfach mal, während alle tippen, erzählen, dass die Acadia-Projektreihe von Michelle Baker, die stellt Depression und Borderline-Störung unglaublich, unglaublich gut dar. Oh, sehr gut. Das ist halt eben auch Own Voice, also die Autorin hat selbst Borderline-Störung und das ist richtig gut dargestellt. Also das konnte ich gut nachvollziehen. Ja. So, Frage. Meine Protagonistin hat einen Unfall, nach einem Unfall mit depressiven Verstimmungen. Wie bringe ich das am besten rüber, ohne ins Fettnäpfchen zu treten? Das ist, würde ich sagen, eine posttraumatische Belastungsstörung. Nein, also es kann natürlich sein, dass sie eine depressive Verstimmung hat. Das ist aber nach dem Unfall erstmal nicht so. Also können wir darauf, pass auf, wollen wir einfach mal weitermachen? Moment. Das erkläre ich nämlich gleich. Okay, genau. Wolfgang schreibt noch, ich finde es ganz wichtig, dass das Love Interest nicht die Lösung ist. Oft leidet sie eher, oder sie eher, ich möchte dich übrigens noch anmerken, mit es gibt mehr als sie und er. Genau. Das Problem bei Depressionen ist auch, dass sie sich zurückziehen, weil sie denken, dass sie andere Leute nicht. Dass es andere Leute nicht interessiert oder dass man andere Leute nicht mit seinem Problem zur Last fallen soll. Ja, das kann natürlich sein. Das ist natürlich das, da kommt es halt auch wieder darauf an, in welcher Gesellschaft wirst du groß. Ne, also es gibt zum Beispiel hier in Deutschland ist es halt so,
wenn du eine Depression hast, so, ja, hier, komm, geh mal, wir sind ja sehr individualistisch, geh mal weg, ich will mit deinem Problem nichts zu tun haben. Wenn du zum Beispiel andere Kulturen betrachtest, da ist was anders. Ne? Da kommt man zum Beispiel, ich wohne hier in Irland, da ist das zum Beispiel auch schon ganz anders, da geht man ganz anders um und das sind nur 2000 Kilometer dazwischen, da ist nicht viel, wo man dann sagt, so, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und da schämt sich auch niemand. Dafür. Niemand. Ist übrigens auch noch ein interessanter Aspekt für den Weltenbau, wenn man fantastische Welten schreibt. Und was ich hier noch anmerken möchte, es ist nicht nur lieber als Heilung, bla blub, ist erstmal problematisch. Was aber noch problematisch ist, ist dieses Abhängigsein. Du kannst eine Person also die Person, die Depression hat, ist ja dann quasi komplett abhängig von dem Charakter, der keine Depression hat und der diese Person dann halt unterstützt oder muss. Und auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, dass die Person ohne Depression mega unter Druck steht, von wegen so, ja, ich muss dieser Person helfen, sonst kommt die da nicht raus. Wenn ich es nicht mache, weil ich habe gerade selber keine Löffel dafür, hat diese Person ein Problem. Also hier ist Druck und da ist komplette Abhängigkeit. Mach das nicht, das funktioniert auch im echten Leben nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Mach das nicht. Ich gehe jetzt mal weiter. Und zwar gibt es einen großen Unterschied zwischen einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer traumatischen Neurose. Die sind halt auch im ICD-10 unter verschiedenen Punkten aufgeführt. Und zwar haben wir bei der posttraumatischen Belastungsstörung ein dickes traumatisches Ereignis. Und das Ding ist aber, dass die Symptome erst so bis zu 6 Monaten später auftauchen können oder auftreten können. Und das ist wirklich, dass dieses traumatische Ereignis muss wirklich sehr katastrophenartig sein. Wir haben zum Beispiel bei der Diagnostik Trauma geht es mehr so um eine anhaltend unangenehme Situation, also unangenehm wirklich in Anführungsstrichen gesetzt. Und jetzt kommen wir halt auch zu der Beantwortung der Frage. Ein Unfall gilt als katastrophenartiges Ereignis. So zum Beispiel. Es kann Naturkatastrophen sein, es können körperliche Angriffe sein, wie zum Beispiel Anschläge, Überfälle, Krieg, Gefangenschaft, eine lebensbedrohliche Erkrankung, auch zum Beispiel Krebs. Du hast Krebs überlebt oder sowas, ja? Das kann passieren. Und natürlich hier der sexuelle Übergriff, der fast schon inflationär in der Literatur benutzt wird. Ihr habt echt viel Auswahl, also ihr müsst nicht immer Frauen vergewaltigen. Dann haben wir auf der anderen Seite die traumatische Neurose. Hier wieder ein längerer Zeitraum. Also die Belastung findet über einen längeren Zeitraum statt. Und das kann alles sein. Leute, ihr braucht wirklich nicht das übelste Kindheitsmisshandlung seit Jahren vom Vater missbraucht oder sowas Szenario da rauszusuchen. Ein Trauerfall, Trennungserlebnisse können Traumata verursachen. Immigration, Flucht, simpler Kulturschock, weil du in ein anderes Land freiwillig auswanderst. Rassismus, jeden Tag Rassismuserfahrung löst Traumata aus. Traumatisierendes Geburtserlebnis. Das kann sein. Ihr braucht da wirklich nicht die übelsten Sachen euch rauszukramen. Ihr könnt wirklich einmal gucken, Bullying, Mobbing, kein Problem. Und ich würde deswegen auch sagen, nach einem Unfall entwickelst du eher eine PTBS als eine traumatische Neurose. Weil das ist wirklich, das geht über einen längeren Zeitraum und das ist wirklich ein so ein ganz signifikantes Bam-Ereignis. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Oh oh. So. Wir gehen jetzt ganz schnell durch, damit wir das hier noch hinkriegen. Wir haben zum Beispiel die Symptome der PTBS. Sind nicht alle, aber was halt ganz, ganz häufig ist, unkontrollierbare visuelle Wiedererinnerungen. Ganz oft ist es Teile des Traumas sind vergessen. Und die werden dann aber wieder hervorgeholt, diese Wiedererinnerungen, wenn halt, wenn man auf Reize trifft. Die kennen die Personen nicht immer. Also es gibt auch durchaus
Situationen, wo du einfach durch die Stadt gehst und plötzlich gehst du an einem Parfümladen oder so vorbei und dann kommt dir so eine Wolke entgegen und du brichst im nächsten Moment zusammen. Du zitterst, dir wird schwindelig, dir wird schlecht, du kannst nicht richtig atmen, du hast Schweißperlen auf der Stirn. Das ist physische, ganz wichtig, physische Panikreaktion. Und was das kann dazu führen, dass du Reize vermeidest. Also es kann tatsächlich dazu führen, dass du zum Beispiel nicht mehr rausgehst. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, nach so einem Autounfall, dass sie dann sagt, so, ich fahre nicht mehr Auto. Ich bleibe draußen, ich bleibe im Haus. Ich mag nicht mal mit anderen Leuten im Auto fahren. Oder ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad, weil irgendwie, ich bilde mir jetzt ein, das ist sicherer. Das ist nicht sicherer, klar, aber für sie im Moment ist das wichtiger. Und das, was man halt machen kann zum Beispiel, kognitive Verhaltenstherapie. Und das geht auch nicht weg. Also das geht halt auch nicht weg. Es geht halt, die kommen auch immer wieder. Aber in der kognitiven Verhaltenstherapie lernst du dann, die anzunehmen. Also du hast dann dieses Trauma, du hast dann so eine Wiedererinnerung, aber du sagst, okay, die ist jetzt da, es ist okay. Und dann lebst du weiter. Bei einem Trauma, also bei einer traumatischen Traumaneurose, ist das was anderes. Da ist das ja über einen sehr langen Zeitraum, woraus sich dann wieder psychische Störungen entwickeln können. Und dann hast du, je nachdem, was du für ein Trauma hast, kannst du eine Depression entwickeln oder eine Essstörung oder sonst irgendwas. Und da kommt die Behandlung dann halt drauf an, was du für eine psychische Störung hast. Also verwechselt das nicht. Das kann man verwechseln, weil das ist auch nicht schlimm, aber jetzt wisst ihr das ja. Weil in der Gesellschaft wird ja auch so, oh, ich habe ein Trauma oder so, das wird so inflationär benutzt, das ist genauso wie der Stressbegriff. In der Psychologie bedeutet Stress was ganz, ganz anderes als das, was wir hier so benutzen. Um halt super mit einem Trauma umgehen zu können oder mit einem traumatischen Erlebnis, ist eine hohe Extraversion und niedriger Neurotizismus notwendig. Also wirklich sehr niedrig, so also super stabil, du bist emotional stabil, du hast keine Achterbahn der Gefühle, du hast eine hohe Extraversion und du hast einen optimistischen Attributionsstil. Das heißt, die Person, die wir uns hier gebastelt haben, die hat sehr gute Chancen, gut mit einem Trauma umgehen zu können. Was machst du in deinem Buch? Bitte lass die Person zur Therapie gehen. Bitte. Ich finde, Therapien sind viel zu selten in Büchern dargestellt. Bitte. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist der letzte Punkt hier. Dem Charakter wird immer noch mehr zugemutet. Ich habe das mal, eine deutsche Autorin hat das mal gesagt, irgendwie letztes Jahr. Da meinte sie so, ja, ich werde immer gefragt, was ich so mit den Charakteren mache. Ja, ich mute den immer noch mehr zu. Nein! Lass sie noch mehr leiden, hat sie gesagt. Und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ich habe so, bitte macht es nicht. Macht es bitte nicht. Irgendwann habt ihr da eine komplett leere Hülle stehen, mit der ihr nichts mehr anfangen könnt. Das ist besonders fällig, dass auch gerade in der High Fantasy darum geht, dass junge Leute die Welt retten müssen oder sowas. Ja? Die gehen dann halt in eine Kriegssituation, die sehen Leute sterben, ihr bester Freund, weiß ich nicht, stirbt vor ihren Augen, blablabla, dann ist die Welt gerettet und die gehen einfach weiter ihrem normalen Leben nach wie zuvor auch. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bitte nicht. Bitte nicht. Macht das. Passt auf eure Charaktere auf, bitte. Bitte. Ihr habt eine Verantwortung. So, wir haben da jetzt eine Zusammenfassung. Es gibt nicht die Depression und nicht die posttraumatische Belastungsstörung. Sucht euch gezielt Symptome aus, die zu eurer Geschichte passen. Guck mal, ich habe 57, ist es bei mir. Habe ich das gut hingekriegt? Sucht euch gezielt Symptome. Ich muss mich trotzdem jetzt schon eben verabschieden. Also nicht, dass du dich nicht wunderst. Tut mir leid. Nein, aber meine eigene Session geht los. Ich kann euch gerne, kann ich eigentlich irgendwo die Folien hochladen oder so? Als PDF? Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ich habe hier noch mal ein paar Quellen aufgezeigt. Wenn ihr es genau wissen wollt, dieses Buch, das kostet 9,90 Euro. Das ist ganz dünn. Und das sind ganz tolle Grundlagen.
Das habe ich damals als erstes gekauft, als ich studiert habe. Ich nehme das hier, das ist der Hautzinger und Tees. Und was ich noch für Leseempfehlungen habe, gerade wenn es um weibliche Psychopathie geht, ist das hier. Das ist so gut. Die sind richtig gut. Ansonsten, also das muss ich jetzt auch nochmal vorhalten. Also für Leute, die es halt sehr interessiert, es ist zwar ein bisschen wissenschaftlich, aber das ist so gut. Ich habe mich so gefreut, als ich dieses Buch gelesen habe. The Dangerous Case of Donald Trump. Also wenn jetzt noch Fragen sind, dann fragt. Ansonsten machen wir jetzt Platz. Ihr könnt mich gerne auf Twitter jederzeit anschreiben. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss, oder? Ja, guck mal, 2 Minuten haben wir noch. Also wenn ihr noch was habt, ja, ich kann das alles gerne nochmal. Ich kann euch auch die Links geben und so, das ist gar kein Problem. Also wenn ihr möchtet, dann schreibt mich auch auf Twitter an oder so. Dann stelle ich euch die Folie nochmal zur Verfügung. Und dann, ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und, ja gut, ich muss jetzt raus, ne? Jetzt muss ich raus.